Hallo aus dem Service Center in Landau. Mein Name ist Daniel Schweizer und ich würde euch heute gerne mal zeigen, was wir so an Radio-Navigationssystemen im Portfolio haben. Die Auswahl ist ja relativ groß auf dem Markt. Wir haben für euch schon mal eine kleine Vorab-Auswahl getroffen und zwar über die Geräte, von denen wir persönlich überzeugt sind, aus langjähriger Erfahrung raus, sprich in Zusammenarbeit mit den Herstellern, Lieferanten etc., wo wir wissen, okay, die Geräte sind qualitativ auf dem entsprechenden Niveau. Wir haben einen technischen Background zu den Geräten. Wir haben einen Support hinten dran, wenn mit dem Gerät tatsächlich irgendwas mal sein sollte. Und aktuell haben wir 18 Geräte hier im Showroom ausgestellt, die ihr euch hier live angucken könnt. Ihr könnt sie anfassen, ihr könnt sie bedienen. Ihr könnt einfach mal checken, okay, wie ist das Gerät so für mich vom Handling her? Ich kann die Displayqualität einfach mal beurteilen, weil die Geräte laufen hier alle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was wollt ihr denn für ein Gerät haben? Möchte ich ein stinknormales, einfaches Radio haben? Möchte ich ein Monisieber haben mit einem kleinen Display, 6, irgendwas oder 7 Zoll? Möchte ich dann schon in die Vollen gehen mit einem 9 oder 10 Zoll Display? Soll es denn dann ein Navisieber sein mit einer fest integrierten Navigation drin? Wir haben alle Kategorien ausgestellt. Und ich denke, dass wir über 3, 4 Features hinweg dann zum Schluss bei 2, maximal 3 Geräten zur Auswahl bleiben. Und ihr könnt dann schlussendlich entscheiden, okay, das Gerät ist das Richtige für mich. Ob vom Kastenwagenfahrer, der mit einem normalen Monisieber über sein Smartphone via Google Maps navigieren möchte, bis hin zum großen Vollintegrierten, der sagt, nee, ich möchte hier ein 10 Zoll mit einer fest integrierten Navigationssystem drin haben. Alles da, alles parat. Wie gesagt, kommt her, schaut es euch an, wir beraten euch gerne. Wir führen 4 namenhafte Hersteller für euch, und zwar die Firma Alpine, Pioneer, Kenwood und Sony. Haben von den 4 Anbietern auch unterschiedliche Geräte da, sei es ein normales Ein-DIN-Radio, sei es der Monisieber oder auch das große Navigationssystem. Ich möchte euch ganz kurz die Unterschiede mal erklären von den unterschiedlichen Produktgruppen. Das normale Ein-DIN-Radio, wie wir es hier zum Beispiel sehen, klassisch mit CD, DAB, USB, Bluetooth, alles was das Herz begehrt. Ich sage es mal, das einfachste unter den Radiogeräten. Das nächste System ist dann so ein Monisieber beispielsweise. Ich habe dann hier schon ein 6,95 Zoll oder 7 Zoll Display am Start. Darüber kann ich dann auch schon mein Smartphone koppeln und darüber beispielsweise via Google Maps oder Apple Karten navigieren. Das ist dann vielleicht für den Kastenwagenfahrer interessant, der jetzt nicht unbedingt auf ein Reisemobilprofil angewiesen ist, von der Länge, Höhe, Breite und Gewicht vom Fahrzeug und somit halt bequem über Google Maps navigieren kann beispielsweise. Die Monisieber gibt es auch mit unterschiedlichen Displaygrößen. Wir haben jetzt hier ein knapp 7 Zoll Gerät. Sony bietet uns ein 9 Zoll Gerät beispielsweise. Das gleiche kriegen wir auch von Alpine, kriegen wir von Kenwood. Kenwood und Alpine sind dann sogar mit 10 bzw. 11 Zoll am Start bei so einem Monisieber. Hier sehen wir zum Beispiel das aktuelle DMX 9720 von Kenwood. Wie gesagt, ein klassischer Monisieber, mit dem ich dann auch über Apple CarPlay oder Android Auto Wireless gar Google Maps oder meine Apple Karten darauf laufen lassen kann. Die Firma Alpine zum Beispiel bietet ähnliches Gerät mit dem 11 Zoll Display dann schon an. Sieht natürlich auch super schick aus, lässt sich auch schön über die Sensorik bedienen. Auch ein tolles Gerät, aber dazu kommt einfach her, lasst euch beraten. Da gibt es noch die ein oder anderen unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale. Da schauen wir einfach, was das Richtige für euch ist. Und last but not least gibt es dann das komplette Navigationssystem integriert. Gibt es dann auch vom 7 Zoll Display, bei Pioneer beispielsweise mit einer kompletten Camper-Navigation drin, bis hin zum wiederum 10 Zoll von Kenwood, die DNR 992 mit der Garmin-Software drin. Wie gesagt, bei den 4 Herstellern, die wir im Sortiment haben, ein breites Spektrum an Auswahl. Zu den vorgestellten Navigationssystemen, Monisieber etc. haben wir natürlich auch die passenden Zusatzprodukte fürs Reisemobil. Zum einen natürlich ein breites Sortiment an Rückfahrkameras für alle Produktgruppen, für alle Fahrzeuge. Wir haben zu den Radiogeräten natürlich auch passend den Sound dazu. Und das ist ja oftmals auch die Schwachstelle bei den Fahrzeugen. Angefangen bei Plug-and-Play-Soundsystemen über individuelle Soundlösungen für ganz besondere Ansprüche. Nicht nur für den Endkunden zum Einbau hier bei uns in Landau, sondern natürlich auch für den Händler.
Also wenn ein Händler dazu Fragen hat, meldet euch gerne bei uns. Wir beraten euch. Wir haben ganz unterschiedliche Produkte im Sortiment. Da ist mit Sicherheit für jeden was dabei.